Heute soll es hier um die Hordenansturm-Aufgaben gehen, haut aber davor gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Ist somit eine der schwersten Aufgaben, die es hier aktuell gibt. Der Rest ist ja relativ einfach, also falls ihr Hilfe braucht zu Dunkler Jonesy, Ariana oder den Ghostbusters, dann gerne oben rechts beim E-Mail vorbeischauen. Ich habe wirklich alles hochgeladen und Playlists gibt es dazu auch übrigens. Also falls ihr da irgendwo vorbeischauen wollt, dann macht das Ganze. Und zwar hier ist das Ganze ein bisschen anders. Da müssen wir einen extra Modus spielen und zwar einmal den Hordenansturm-Modus. Den findet ihr ganz oben links. Einmal draufdrücken und wir sehen uns dann dort gleich wieder. Ich habe hier bereits schon mal eine Runde gespielt, um euch das Ganze einfach besser zu erklären. Und zwar, wenn man hier spawnt, ist es die Runde 1 und man muss jetzt hier 2 Minuten lang irgendwie Truhen durchsuchen oder sonstiges, was man halt so machen möchte. Munitionskisten, ein bisschen Metz farmen und hier habt ihr immer so 3 Aufgaben. Füge Gegnern Schaden zu, damit ist einfach gemeint, dass ihr diesen Zombies Schaden hinzufügen sollt. Eliminiere Gegner ist damit gemeint, dass ihr diese Zombies killen müsst und öffne Truhen ist ja ganz logisch, was man da machen muss, ist ganz easy. Also die Aufgaben werden auch immer wieder erneuert, wenn ihr eine Aufgabe abschließen solltet und das Ganze müsst ihr 20 Mal machen. Also 20 Mal so eine Aufgabe in diesem Modus abschließen, damit ihr das Banner bekommt. Dann müssen wir in einer Runde 400.000 Punkte erfarmen, ohne zu sterben. Also wenn euer Team tot ist und ihr nur 350.000 habt, dann wird das Ganze wieder auf 0 gestellt. Und wie man Punkte bekommt? Ganz einfach, ganz viele Zombies killen, Munitionskisten öffnen. Hier zum Beispiel so. Und ihr seht es hier, plus 100 Punkte. Und das Ganze müssen wir halt so lange machen, bis wir 400.000 in einer Runde geschafft haben. Und die letzte Aufgabe ist somit die einfachste. Einfach den Modus spielen, Zombies killen und so lange spielen, bis ihr 2 Millionen Punkte gemacht habt. Dann sollte die Aufgabe ganz easy abgeschlossen sein. Sagen wir mal so, die einzigste, schwierigste Aufgabe hier ist wirklich die in der Mitte, mit dem Team 400.000 Punkte zu erfarmen. Macht es am besten mit 3 Kollegen. Damit ihr das Ganze so schnell wie möglich erledigt habt und dann beende ich hiermit das kurze Video.